So, einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Es ist Freitag, 24. Juli, 10.25 Uhr. Ich habe die Kamera eigentlich lange nicht mehr in der Hand gehabt. Aber ich muss kurz eine Einstellung machen, und zwar bin ich zu dunkel. Augenblick gerade. Na, so ist gut, glaube ich. Und zwar bin ich hier mit dem Kollegen Kahn. Es geht gerade nach Bielefeld. Wir holen erstmal den Bulli ab. Heute ist Junggesellenabschied von Herrn Özkaya dran. Und zwar geht es nach Holland. Ich weiß nicht, ob er davon weiß. Ich denke mal schon, oder Kahn? Auf jeden Fall holen wir heute den Bulli ab aus Bielefeld und wollen den dann überraschen. Und im Anschluss geht es nach Holland. Wir haben eine Villa am Strand gebucht. Das Wetter macht leider nicht mit. Aber wir machen das Beste draus. Morgen geht es dann nach Amsterdam und am Sonntag kommen wir dann wieder zurück. So ist der Plan für heute. Ja, und ich würde sagen, nicht lange dameln. Es geht gleich weiter. Pilot olsam ne yapıyorsun orada? Küçüğünü ver, gene koyayım buraya. So Jungs, ich bin draußen mit Ebu Sergen. Olsam, wo gehst du? Tamam, okay. Ich muss aufsteigen, ne? Buraya ne kırdın? Er denkt, er ist selber Helikopter. Eline bak! Özür dilerim, bir de şeytan mı çözeyim? Kırdın. Nein, atıyor mu efendim? Burada atıyor. Loud, loud. Ya, ya, ya. Ganze Zeit çekiyorsun, siz neredesiniz? So, hinter der Kamera ist Karl, wir gehen auf sein Gewerbe von dem Kollegen hier. Bugün neler yaptırdık. Şu arabayı alana kadar. Aber erzähl ja genau, erzähl Stunden. Lass uns mal später im Auto während der Fahrt erzählen. Ja. Aber Katastrophe, wir haben fast keinen Bulli bekommen. Naja, da gibt es später noch was dazu. Hey, bitte film das mal. Was ist das in der Hand noch zu Alles Nargile. Nargile. Der Arsch ist zu Hause bis 14 Uhr am Pfeifen. Aslında başka bir şey bağlantı değil. Geil. Sorumsuz. Oder bank ich sie das jetzt schon an. Oder hier ist der in seinem Rutschach alles. Zeig mal, wo steht an der Seite? Wir werden Telefon da. Ich will auch noch was aufgeben. Warum bin ich so unsch? Oder? Adams. Oder auch Party.
Ya ilahi ya. Schmeckt, Bruder? Yolculuk kaç kilometre oluyor önemli mi? Sen daha yeni biniyorsun. Dört kilometre. Kimi söyle? Şöyleyim stau. Ulan das darf nicht wahr sein. Seçti şu arasında. Geçen tatlısız geçen günlere. Mete yardım edin lan. Du weißt, das kommt auf YouTube, ne? Ja, kein Problem. Sag doch mit Telekom, extra früher Feierabend gemacht, dank meinem lieben Chef. Wann ist dein Release? Dank mein Release ab Montag, 10 Uhr im Shop. Am Dreh. Gibt's gute Angebote. Jetzt mach ich jetzt. Bilder kann man doch nicht verwischen. Das war ab 18. Bunlar hepsi hazır evdir, ne? Ya, buradan sola mı olursun? Buradan sola. Bu evin aileler düşecek biraz sonra, valla. Zwischen diesen Blättern siehst du einen Bereich des Meeres. Geil. Ne oluyor lan buna bunun ya? Einfach geil.
Machen wir heute auf? Machen wir heute auf. Oh, kann man oben chillen? Abnormal, sogar. Junge, man hat sogar eine Lounge. Ey, Bruder. Ne güzel oflan yapıyordum lan. E birisi kömür yapsın yukarıda. Ha yakışıklı. Sağ ol. Hiçbir şey olmamış lan. Susu. Ya susu. Valla bu ilk sasına koymuş. Hayfın anına koymuş. Maydanoz koyma. Baharat sadece. Burada şey var. Kahvede var. Hiçbir şey koymanıza gerek yok. Ya? Tek bir çift. Oraya yapma. İçine kadar açmam lazım. Elbet takacağım. Özelliği öyle ortaya çıkıyor. Bunu kameraya göster. Çıkar folyeden. Bura. Çorum Spor, Emre Ötkaya. Einfach geil. Bura poş. Bura bu hafta dedim sowas machen. Bura biraz daha koy Alcan. O yüzden at. Bunlar sizin eş şu. Mangal başı. Bizim ideal. Bizde şeyler. Emre o zaman Oğuzhan abi bir tişört getir ya. Ama ich will nicht in den anderen Dings. Bubblegum, Bruder. Atom. Freunde, willkommen zu einem neuen Tag. Es ist gerade irgendwie 9 Uhr irgendwas. Und ich mache meinen Spaziergang. Ja, die Jungs sind noch alle am Schlafen. So einige waren noch extrem lange wach. Ich zeige euch mal so ein bisschen die Aussicht. Mega schön, da kann man echt schön spazieren gehen. Und ihr kennt mich ja, ich mag es und liebe es eigentlich so, die Gegend zu erkunden. Das ist bei mir zum Beispiel da, wo ich wohne, auch nicht anders. Wir wohnen auf dem Feld, wir haben sehr viele Bauernhöfe und in einem Bereich haben wir schon abgehakt, also das ist im Prinzip so ein Vorsprung, so eine kleine Insel mäßig. Und auf der anderen Seite sind die kompletten Ansiedlungen, die kompletten Villen. Und wir haben Villa Merzicht, heißt die Villa, haben wir gebucht und sind ehrlich gesagt zufrieden. So sieht die Villa übrigens aus, ich kann es euch mal zeigen. Das da hinten ist unsere Villa. Wir haben halt ganz oben eine Dachterrasse. Und im ersten OG Wohnzimmer und Küche und ganz unten halt eigentlich nur Schlafzimmer. Und so sehen die anderen Häuser hier aus. Es gibt auch solche Häuser, in der Mitte ist dann so ein Fluss. Ist halt mehr schön, was uns nur gestört hat, waren abends diese ganzen Fliegen und Viecher. Das war echt nicht schön, aber ansonsten mega nice. Vielleicht zeige ich euch auch nochmal kurz, wie es drinnen aussieht.
So sehr es uns von drinnen aus. Man kommt hier rein, da ist eine Treppe. Da ist die Toilette. Da sind dann die ganzen Zimmer. Die Jungs schlafen, deswegen möchte ich da nichts zeigen. Und dann geht man hoch. Okay, Männerbude, ne? Und da oben haben wir noch unsere Dachterrasse, eine komplette, die komplette Fläche im Prinzip vom Haus, vom Dach. Kim var orada? O da zaten küçücük oğlum. Oğlum itina den lan. Dur ya. Buraya bak. Bak hiç değil mi sen hiç kof? Dur çekil lan. Dur ben daha iyi fikir bakacağım. Cam açık mı? Nein oğlum manyak mısın? Cüneyt lan. Şöyle daha benzerim üzerine çıkayım mı? Daha çok kalktım. Aha tamam. Tamam jetzt. Jetzt gegen drücken, gegen drücken, gegen drücken, gegen drücken. Komm lan kapı kapı. Lan kalsın sen. Benim gibi aldın ya sen. Benim gibi aldın. Benim gibi aldın. Vallahi kapı. Ozan'a bak son gücünü. Ulan siktir. Şusun. Bu kapını kaç defa çıt etti? Oradan döneceğiz kapıyı. Ya siktir dedi, kom, lass euch zu rum. Adamsın oğlum. Biraz elinde ama bir şey olmaz. Daha baktın. Nasıl koydun? Ortan abi takdir ederim seni. Çok iyi fikir. Valla. Adamsın. Pis kaçtı. Ne diyorsun bir şey? Ich habe jeden hab ich auseinandergenommen. Jetzt wollen die beiden mich. Da nehmen wir nicht auf offener Straße. So, Freunde, wir sind angekommen in Amsterdam. Gerade mit den Jungs, die anderen sind auf WC und die anderen sind schon im Siemens. Da ist es echt eine Hölle, hier einen Parkplatz zu finden. Und zum Thema Corona, so sieht es hier aus. Also wir hatten euch ja schon auf unseren Insta-Stories erzählt, dass in Roermond beispielsweise keine Maskenpflicht herrscht. Und hier sowieso nicht in Amsterdam. Aber ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass Amsterdam auf jeden Fall keine Touris mehr haben möchte. Amsterdam ist nach wie vor gleich. Ich glaube nur, dass Red Light nur geschlossen hat. Ansonsten ist es genauso voll wie damals auch. Und ja, wir bummeln jetzt noch ein bisschen durch die Stadt. Und im Anschluss geht's essen. Und dann geht's vielleicht irgendwo was rauchen oder so. Und dann geht's auch wieder zurück. Wir sind ungefähr
eine Stunde entfernt. Shisha rauchen, ne? Ja, stimmt. Jo. Muss man achten, ne? Was man sagt. Wir sind ungefähr, unsere Villa ist auf jeden Fall eine Stunde ungefähr entfernt von hier. Also man kann einfach so einen Tagestrip machen, indem man losfährt, hierher kommt und im Anschluss wieder zurückkehrt. Also ist eigentlich mega nice, mega praktisch da, wo wir bleiben. Und ja, wie ihr bereits wisst, ist das Ganze hier wegen dem Herren sein JGA. Und jo, würde mal sagen, bis später. Bura Cem Yılmaz misali. Abi Şükran uzatır mısın? Şükran uzatır mısın? Freunde, wir sind jetzt in Bayland, in Amsterdam, zum Essen. Gut, ich habe das bestellt, Lokum, was ich von Nusret kenne. Na, probieren. Auch keine Ahnung.